mit den Royals durch die Weihnachtszeit. Auf diesen Moment warten zahlreiche Fans in jedem Jahr besonders gespannt. Nämlich den Post mit der königlichen Weihnachtskarte. Pünktlich zur Adventszeit melden sich Prinz William und seine Liebsten auch in diesem Jahr mit rührenden Grüßen bei ihren Anhängern. Bereits Anfang Dezember veröffentlicht das Herzogspaar von Cambridge eine Aufnahme aus dem Jordanienurlaub. Dabei ist mit Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis die gesamte Hasselbande mit von der Partie. Auch wenn die Karte ganz und gar kein weihnachtliches Motiv beinhaltet, hat der Ort für Kate eine ganz bestimmte Bedeutung. Als ihr Papa noch als Pilot arbeitet, leben die inzwischen 39-Jährige und ihre Familie für 2 Jahre dort. Ihre damalige Heimat sollen deshalb auch Kates Kids und ihr Ehemann sehen. Aber wie sehen eigentlich die vorherigen Weihnachtskarten der Royals aus? Promiflash begibt sich mit euch auf eine Reise durch die vergangenen Jahre. 2020 entscheiden sich William, Kate und ihr Nachwuchs beispielsweise für ein deutlich rustikaleres Motiv. Vor einem Berg aus gestapeltem Holz lächeln die 5 überglücklich in die Kamera. Im Gegensatz zu diesem Jahr trägt die Familie auch winterliche Kleidung. Bei Prinzessin Charlotte ist es sogar ein süßer Weihnachtspulli. Im Jahr zuvor teilen die Cambridge zwar eine Aufnahme, allerdings ohne Mama Kate. Die Dreifachmama scheint den Schnappschuss selbst zu knipsen. Auf der traditionellen Weihnachtskarte darf die Brünette dann allerdings nicht fehlen. Das Exemplar gibt es 2019 jedoch nur auf dem Papier und nicht in digitaler Form. 2018 sorgt die royale Familie bereits für einen mindestens genauso süßen Anblick. Im Gegensatz zu aktuellen Bildern ist Prinz Louis damals noch fast ein Baby. Das Nesthäkchen macht es sich mit Schmollmund in Mama Kates Armen bequem. Mittlerweile ist der Dreijährige schon ein großer Junge, der optisch ganz nach seinem Bruder George kommt. Im Jahr 2017 müssen die Fans hingegen noch komplett auf den Knirps verzichten. Er erblickt damals noch gar nicht das Licht der Welt. Deshalb posieren neben William und Kate nur George und seine Schwester Charlotte vor der Kamera. Und zwar allesamt im Partnerlook mit mindestens einem hellblauen Kleidungsstück. Im Vorjahr entscheidet sich die Familie zwar nicht für eine herkömmliche Karte, die damals 4-köpfige Bande meldet sich aber mit winterlichen Grüßen aus dem Skiurlaub. Für George und Charlotte soll es sogar der erste Ausflug in die Winterlandschaft sein. 2015 zeigen sich Kate und ihre Liebsten stattdessen vor herbstlicher Kulisse. Insbesondere Baby Charlotte zieht dabei alle Blicke auf sich. Die kleine Maus ist zum Zeitpunkt der Aufnahme gerade mal wenige Monate alt. Eines wird beim Blick auf die vorherigen Weihnachtskarten allerdings besonders deutlich. William und Kate überlegen sich stets ausgefallene Motive an besonderen Orten. Ihre Fans dürfen also schon jetzt gespannt sein, aus welcher Umgebung sie sich im kommenden Jahr zu Weihnachten melden.